Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Die heutige Episode könnte man scherzhaft als Federvieh Around the World bezeichnen. Es geht um Vogelmotive auf Sammler- und Anlagemünzen. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich euch einmal ganz kurz noch den American Silver Eagle zeigen, weil der Adler das namensgebende Motiv ist. Das ist die Anlagemünze mit der weltweit höchsten Prägezahl. Wird unlimitiert hergestellt. Die Liberty auf der Rückseite mit der Jahreszahl. Die habe ich euch schon so oft vorgestellt, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. So, jetzt geht's richtig los. Dies hier sind die ersten beiden Motive einer Anlageserie, die Canada Birds of Prey. Und zwar ist das die Nachfolgeserie der kanadischen Münzserie Canadian Wildlife, die die letzten 3 Jahre mit jeweils 2 Motiven jährlich aufgelegt wurde. Und dies sind die ersten beiden Motive des Jahrgangs 2014. Links der Peregrine Falcon und rechts der Bald Eagle. Das sind Wanderfalke und Weißkopfseeadler. Ihr seht jeweils 1 Unze Feinsilber. 9999, also die gleiche hohe Silberqualität wie auch bei den Maple Leafs. Leider neigen die auch vermehrt zu Milchflecken, wie man vor allem rechts über dem Flügel des Bald Eagle sieht. Dann drehe ich einmal um. Wie immer bei Commonwealth-Staaten Queen Elizabeth II, der Nennwert 5 Dollar und die Jahreszahl. Die Rückseite der linken Münze ist identisch. So. Also die Serie wird 3 Jahre laufen mit 2 Motiven jährlich. Prägezahl pro Motiv 1 Million Stück. Hier, das ist vom Zwergstaat Andorra zwischen Spanien und Frankreich gelegen. Der Andorra-Igel, auch hübsches Adlermotiv. Ein Dinar, das ist eine Fantasiewährung, weil Andorra zwar in Euro bezahlt, aber für Anlage- und Gedenkmünzen keine eigene Währung hat. Ihr seht runter auf Spanisch 1 Unze Feinsilber 999, das Ausgabejahr, und auf der Rückseite, das ist das andorrianische Landeswappen. Diese Münze wird als Agenturmünze geprägt von der bayerischen Münzanstalt. So. Die ist als reine Anlagemünze konzipiert. Seit 2008 kommt die mit jährlich gleichbleibendem Motiv raus. Gibt es auch in Viertelunze und 1 Kilo. Allerdings zahlt man für die einen leichten Aufpreis gegenüber anderen Anlagemünzen. So viel dazu. Und hier mein Glanzstück. Schwer zu bekommen und teuer an der Anschaffung, der New Zealand Kiwi. Ein flugunfähiger Laufvogel, hier abgebildet, auch mit jährlich wechselndem Motiv. Da ist Neuseeland noch als Umriss drauf. Und auf der Rückseite, wie immer, die Queen für Commonwealth-Staaten, New Zealand, Elizabeth II. Und das Ausgabejahr. Dies hier ist ein in der Auflage streng limitiertes Sammlerobjekt, wird jedes, also seit 2008 herausgegeben, wenn ich mich nicht irre. Und für die zahlt ihr mindestens den 3- bis 4-fachen Materialwert als Aufpreis, aber die steigen auch wirklich im Wert. Mein Jahrgang hier, der wurde 12.500 Mal geprägt. Die höchste Prägezahl ist 13.500, habe ich nachgelesen. Und die meisten Jahrgänge sind sogar nur 4-stellige Zahlen. Also wirklich begehrte Sammlerstücke. Jedoch die Bald Eagles und die Andorra Eagles, die bekommt ihr nah am Spotpreis. Und zumindest die Bald Eagles, die haben schon ein gewisses Sammlerpotenzial. So viel von mir für heute, euer Silberfuchs.